Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pioneers auf Pagonia. Ja, die letzten Rechnungen hier, die sind sehr gut aufgegangen, zumindest bis jetzt. Da sehe ich auch schon gerade, hier wird eifrig Holz weggeschleppt. Wir haben noch ein Nadelholz Baumstamm. Und ja, dann ist der dann auch Geschichte. Das heißt, dann kann ich hier die Holzfällerhütte demnächst niederreißen. Und dadurch gewinne ich hier Zugang, hoffe ich, zu diesem Gebiet, weil wir brauchen beispielsweise eine Schneiderei und eine Weberei und solche Geschichten. Und ich hoffe, dass ich dann zumindest eins von beiden hier hingesetzt bekomme. Ich würde mit der Weberei dann erstmal anfangen. Logischerweise. Und dann, damit ich den Platz hier noch nutzen kann und der nicht komplett brach liegt hier. Weil Platz ist ja auch immer so eine Sache, ne? Okay. Ja, Meilensteinbevölkerung haben wir abgeschlossen. Immerhin. Oh, mein Bonbon löst sich auf. So komplett. Egal. Müssen wir durch. So, hier ist weiße Fahne. Hier ist schon wieder alles dicht. Ja, die 15 Fackeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Fackeln wir. Das waren, glaube ich, mehr. Kurioser Bazaar. 28. Okay. Ja. Na komm, machen wir nochmal. Wo sind sie? Da. Machen wir nochmal 15. Ja, haben wir 30, das reicht. So. Die haben wir auch. Das ist auch nicht verkehrt. Herstellung im Gange. Ja. Was sonst noch irgendwas Wichtiges? Erst Jagd. Wir können noch vielleicht noch 5 Jagdbögen. Sicher ist sicher. Da haben wir ja ein bisschen Reserve. Proviantmacher, der ist eifrig dabei. Wie viel Fleisch habe ich? Oh, nee, dann oh. Wie haben sie das denn hingekriegt? Achso, Wildschwein war wahrscheinlich. Ach nee, sind das, was er machen würde. Okay, verstehe. Nee, wir haben ja kein Wildschwein. Noch alles auf Null. Hasenfleisch hat er zubereitet, eine entsprechende Ration. Wir könnten ihm jetzt hier noch sagen, bitte Reh, weil Reh haben wir. Brot noch nicht, aber kommt. Irgendwann, die entsprechenden Voraussetzungen dafür sind ja gegeben. Erstmal hier in Form von dieser netten Getreidefarm. Ach ja, das ist ein anderes Problem. Ist aber hier natürlich alles zugekleistert von den Wohnhäusern, weil ich die da dringend brauchte an der Ecke. Ging ja nicht anders. Dann mache ich den jetzt hier mit Bäckerei und hast du nicht gesehen. Das wird auch lustig. Ja, so, Moment. Erstmal. Ja, dann würde ich hier wahrscheinlich dann eher die Windmühle hinsetzen, als dass ich dann irgendwie hier eine Weberei mache. Das macht ja sonst keinen Sinn. Die Bäckerei kann ich dann irgendwo noch anders hier hinsetzen, wenn der Platz dafür gegeben ist. Aber ich brauche erstmal hier Zugang irgendwie zu der Windmühle, damit ich dann Mehl und so produzieren kann schon mal. Okay, das Ding kann jetzt auf jeden Fall weg. Da ist alles soweit leergeräumt. Das ist sehr cool, dass das funktioniert hat. Dann reißen wir das Gebäude schon mal ein. So. Okay. Dieses Lager hat noch jede Menge Material. Das ist okay. Straße, Anknüpfungspunkt, bla und blub. Moment, das machen wir anders. Oh, jetzt kommt wieder gerade anmarschiert. Mit wichtigen Dingen. Muss den dann mal weiter spazieren. Okay, funktioniert. Und dann mal so. Haben wir das. Dann nur mal jetzt so auf Verdacht. Bevölkerung und Mahlzeit. Windmühle. Würde ich die überhaupt hier reinkriegen? Nein. Hat sich gerade erledigt. Die Windmühle ist zu groß.
Verarbeitung, Weberei. Die würde ich tatsächlich hier reinkriegen. Dann machen wir das auch. Dann setze ich hier die Weberei rein. Moment, Augenblick. Direkt wieder weg. So. Da. Ja. Ich würde die sogar so weit wie möglich da nach hinten schieben wollen. Vielleicht sogar hier so hin. Dann zu weit nicht, beziehungsweise ich könnte die sogar hier dran setzen. Das macht sogar noch mehr Sinn, dass der Platz einigermaßen genutzt. Wenn ich das dann hier gedreht bekomme. Okay, das geht. So, Straße. So, oder? Ah, das geht nicht. Ja, dann ist es im Prinzip eigentlich egal, aber nun gut. So oder so. Oh. Moment. So sogar noch besser. Okay, dann kriege ich nämlich hier unter Umständen noch ein Lager oder so hin. Für die Produkte der Weberei. Als da wären Stoff und Seil. Vielleicht sollte ich die sogar schon mal einplanen. Auf der anderen Seite. Ja, ich lasse das erstmal. Ja, gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, nichts übers Knie brechen. So, die Holzfällerhütten könnte ich wieder in Betrieb nehmen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das ist die andere. Das ist okay. Und das ist auch okay. Dann können die wieder arbeiten. So, Holzfällerhütten sind wieder am Start. Wie sieht das hier mit dem Lagerbestand aus? Die sind alle brechend voll. Das wird wahrscheinlich auch erstmal so bleiben. Nun gut. Nun gut, nun gut. So, wir haben... ich brauche noch ein weiteres Sägewerk. Oh! Ich kann mich dunkel erinnern, dass wir diesen Auftrag schon mal bekommen oder schon seit längerer Zeit irgendwie schon mal hatten. Steinmetz, Wachtturm, Moment, Moment, Sägewerk. Steinmetz, ich habe hier ein Sägewerk. Ja, komm, kein Thema. Das hatte ich ja vollkommen aus dem Blick verloren. Kriege ich das? Da kriege ich es nicht hin. Komm, dann setzen wir das einfach mal hier so hin. So, Knallauffall. Fertig ab. Sägewerk, zweites im Auftrag. Huh. Weberei ist im Auftrag. Jetzt brauchen wir noch die Werkzeugschmiede und die Schneiderei. Werkzeugschmiede macht im Moment noch keinen Sinn, weil ich baue weder Kohle noch Eisen ab. Was jetzt vielleicht nicht so clever ist, aber ist noch so. Ja. Das sollte ich vielleicht mal so langsam in Angriff nehmen. Da würde ich aber erstmal noch die Schneiderei bauen wollen. So, ich gucke gerade. Weberei ist im Bau. Sägewerk ist im Bau. Militärakademie brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Werkzeug, Schmiede und Schneiderei.
Schneiderei. Wo kriege ich die jetzt noch unter? Das wird nichts werden, das wird nichts werden. Könnte ich hier hinsetzen tatsächlich, ja. Ja gut, da ging zur Not auch noch was. Aber hier ist die Weberei. Die Schneiderei wäre natürlich jetzt toll, wenn man die jetzt hier in der Nähe irgendwie platzieren könnte. Die geht aber nicht. Ob ich jetzt da lang gehen oder hier lang gehen, das glaube ich egal. Dann würde ich die eher noch hier hinsetzen. Dann habe ich da den Platz frei für irgendwelche Geschichten bezüglich Bergbau. Hast du nicht gesehen? Dann machen wir das so. Moment, kriege ich das gedreht? Das wäre hilfreich. So, Moment, ich komme noch ein bisschen näher ran. Was habe ich jetzt? Holzwerkstatt? Moment mal. Schneiderei, ich wollte schon sagen. Irgendwas ist jetzt vollkommen falsch. Weg. Genau, Weg. Zack. Dann ist die auch da dran angeknüpft. Geht da noch mehr? Nein. Nein. Aber so. Dann machen wir dann einfach mal so. Ja. So. Wege. Schneiderei ist in Auftrag. Okay, das Ding wird gerade fertiggestellt. So. Militärakademie. Ja, jetzt ist die Frage. Hier habe ich Kohle. Da habe ich ein bisschen Kupfer. Hier habe ich Eisenerz. Ein bisschen Silbererz. Eisenerz ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ja gut, doch, mal hin. Ja, geht. Ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, aber kann man mit leben. Also hier könnte man theoretisch Eisenerz abbauen. Da ist Kupfer, aber nicht viel. Da ist wieder Kohle, da ist auch ein bisschen Kupfer. Okay, da ist auch ein bisschen Kohle. Tja. Achso, ich habe doch hier noch mein Erkundungstitel-Team. Den eigentlich schon irgendwo hingeschickt? Ich glaube nicht. Entdecker! Ach, du ahnst es nicht. Vollkommen vergessen. Ja, toll. Wir sagen Entdeckung. Moment mal. Mach da mal, geh da mal hin. Stein, Kohle. Oh, ja, da kommen wir noch gar nicht hin, weil so weit sind meine Grenzen noch nicht vorgesetzt. Ja, toll, aber Entdecker und nutzt die nicht. Ja. Ja, Kohle ist hier. Ja, besser. Etwas Eisenerz als überhaupt kein Eisenerz. Das ist ein bisschen mau. Aber sei es drum. Ach da, oh, den habe ich nie gesehen. Da war noch, ja gut, das ist in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier Kohle und Eisen. Moment, Bergwerk. Kohle.
Kupferkohle. Wie groß. Oh. Die Sache mit den. Oh. Ganz schlecht. Da war ich jetzt hier mit dem Sägewerk wohl ein bisschen zu voreilig. Heilige Kanonenkugel. Was ist er denn? Ach, ist das eine von diesen Pflanzen? Entdeckte interessante Ort. Oh, okay. Man kann sagen, ich habe noch da nichts gebaut. Das ist ein komisches Ding. Ja. Oh mein Gott. Hey, es ist immer hier. Das wird lustig. Was nutzt hier so ein Tal, in Anführungsstrichen, wenn ich dann nirgendwo einen Weg durchkriege? Und der einzige gangbare Weg, der eventuell gegeben gewesen wäre, ist der hier. Dann habe ich da natürlich jetzt den Stein bruchschlörerweise hingesetzt. Oh, 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 oh. Okay. Moment. Ach, ey. Ey. Okay. Ja, mein. Bevor ich mich schlagen lasse. Manchmal muss man Sachen einfach mal ausprobieren. So, hier würde ich Kohle abbauen können. Nicht dann irgendwie halbwegs gedreht, das ganze Gedingse. So. Oh, ich könnte sogar bis hier hingehen. Das ist cool. Dann setze ich hier Kohle hin. Eisen. Müsste ich dann. Nach Möglichkeit. Hier so. Oh, oh. Ob das jetzt geht, weiß ich allerdings nicht. Probier das mal eben aus. So, wir haben ja hier unseren Weg. Da muss ich mal ganz kurz intervenieren. So. Okay. Das wird lustig. Das wird lustig. Manchmal hat man echt mehr Glück als Verstand. Das muss ja nicht zugeben. So, da hätte ich Eisen im Angebot. Und dort hätte ich Kohle im Angebot. So. Cool. Ja, Eisen und Kohle. Wir bräuchten dann natürlich. Also, okay. Wir bräuchten dann natürlich auch sowas wie eine Schmelze, ne? Bergbau. Schmelzhütte. Die verarbeitet Eisenerz, Silbererz und Kohle. Wohlgemerkt kein Kupfer. Ich habe noch nicht geguckt, wie der Bronze ist da. Naja, egal. Das heißt, wir bräuchten jetzt hier in der Nähe noch Möglichkeit hier in der. Oh, das wäre so ein Riesenteil. Logisch. Ich will jetzt da auch nicht zu viel Platz verbraten. So ein bisschen Holz bräuchte ich auch noch. Hm.
Wenn ich hier so die Schmelzhütte hinsetze, also rein theoretisch. Bin einmal da angedockt. Hallo Kamera. So. Krieg hier einen Weg hin und kriege es da angedockt. Okay. Nicht übel, Herr Dübel. So, das heißt, ich habe dann da meine Eisenproduktion im Wesentlichen. Ausrüstung, bla bla bla, Moment. Eine Werkzeugschmiede sollte es doch sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was sagt die Zeit? Oh, wir sind wieder fast drüber hinweg. Werkzeugschmiede? Werkzeugschmiede? Jetzt noch größer. Ja, ernst? Oh mein Gott. Ja, Werkzeugschmiede muss ich dann gucken für die nächste Runde. Vielleicht muss ich auch mit der Straße da noch ein bisschen anders planen. All dieses wird geschehen, aber wie gesagt, dann erst ab der nächsten Folge. Ich danke für euer Dabeisein, für eure Unterstützung. Und wünsche euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.